Hervorragendes Saatgut ist für jeden Landwirt die Grundlage wirtschaftlichen Erfolgs. Nur wer bestmögliche Qualität sät, kann diese auch ernten. Mit zertifiziertem Saatgut, sogenanntem Z-Saatgut, können Käufer sicher sein. Sie bekommen ein qualitativ hochwertiges Produkt. Kontrolliert, zertifiziert und verlässlich. Pflanzenzüchter entwickeln jedes Jahr neue Getreidesorten. Durch Kreuzung und Selektion entstehen Sorten, die sichere Erträge liefern, widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Schädlingen sind und im Hinblick auf ihre agronomischen Eigenschaften überzeugen. Das Spannende an der Züchtung neuer Sorten ist für mich, dass wir uns mit der Pflanzenzüchtung in und mit der Natur bewegen. Neue Sorten müssen also auch diesen Veränderungen Rechnung tragen. Sie sollen neue Resistenzen haben, sie müssen neue Marktanforderungen bedienen, sie müssen eventuell auch mit politischen Veränderungen der Rahmenbedingungen umgehen können und vielleicht mit weniger Dünger auskommen oder mit anderen Pflanzenschutzanforderungen. Das ist sehr spannend in der Pflanzenzüchtung. Die Züchter kontrollieren und bewerten die Entwicklung des Züchtungserfolgs in Gewächshäusern und Zuchtgärten genauestens. Der gesamte Züchtungsprozess dauert im Schnitt 8 bis 10 Jahre. Er beginnt mit der ersten Kreuzung und endet mit der Zulassung der neuen Sorte nach strenger Kontrolle durch das Bundessortenamt. Parallel zur züchterischen Arbeit werden die neuen Sorten zunächst im Zuchtgarten vermehrt. Hier entsteht das sogenannte Vorstufen- und Basissaatgut. Letzteres wird dann im Feld ausgesät und von Landwirten zu Z-Saatgut vermehrt. Sie müssen dabei aufwendige Vorgaben an die Bestandsführung einhalten. Mit der Feldvermehrung legen sie den Grundstein für die hohe Qualität des fertigen Produkts. Besondere Herausforderungen in der Saatgutproduktion sind für uns natürlich die Hygiene und Sortenreinheit zu jedem Zeitpunkt, auch in stressigen Momenten, immer sicherstellen zu können, das Vier-Augen-Prinzip walten zu lassen, immer hellwach zu sein und am Ende natürlich auch eine Sorte angebaut zu haben, die der Markt dann nachher auch nachfragt. Vermehrer sind ausgewählte Landwirte, die für ihre Handelspartner gemäß strenger Anforderungen einwandfreies Z-Saatgut erzeugen. Mitarbeiter der amtlichen Saatgut-Anerkennungsstellen kontrollieren dies im Rahmen von Feldbesichtigungen. Sie prüfen, ob die Vermehrungsflächen die gesetzlich festgelegten Kriterien im Hinblick auf Sortenreinheit, Sortenidentität und Mindestabstände erfüllen. Bevor das Saatgut professionell aufbereitet werden kann, wird eine Stichprobe aus dem aufbereiteten Erntegut genommen. Diese wird im Labor einer Qualitätskontrolle für die amtliche Anerkennung unterzogen. Die Proben werden registriert, akribisch aufbereitet und auf die unterschiedlichen Qualitätsmerkmale untersucht. In der Beschaffenheitsprüfung von zertifiziertem Saatgut wird in einem akkreditierten Labor von einer repräsentativ gezogenen Probe der Besatz, die technische Reinheit, aber auch die Keimfähigkeit, die 1000-Korn-Masse ermittelt. Hierfür hat der Gesetzgeber bestimmte Normwerte festgelegt, die einzuhalten sind. Wenn das untersuchte Saatgut die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, wird die Saatgutanerkennung ausgesprochen und das Saatgut zertifiziert. Bei der professionellen Aufbereitung von Z-Saatgut ist höchste Sorgfalt gefordert. Das Saatgut wird nach der Anlieferung gewogen, in mehreren Schritten gereinigt und gesiebt. Die Beizung schützt den Keimling später vor Krankheiten und sichert gesunde Bestände. Geschulte Mitarbeiter kontrollieren und dokumentieren den gesamten Prozess bis zur Absackung des Z-Saatguts. Eine große Herausforderung für die Produktion von Z-Saatgut ist für den Handel das enge Zeitfenster zwischen der Ernte und der neuen Aussaat. Eine frühe Bestellung des Landwirts kann uns dabei unterstützen, das Saatgut rechtzeitig zur Aussaat zu liefern. Ein optimales Zusammenspiel von Produktion, Vertrieb und Logistik garantiert die termingerechte Lieferung des Saatguts an den Landwirt. Das Besondere bei der Z-Saatgutproduktion ist die garantierte, kontrollierte Qualität, die man am amtlichen blauen Etikett erkennen kann. Das blaue Anerkennungsetikett enthält wichtige Informationen zum Z-Saatgut und ist ein klares Zeichen, dass es nachweislich den gesetzlich zugesicherten Qualitätsanforderungen entspricht. Das abgepackte Z-Saatgut steht nun bereit für den Verkauf und die Aussaat durch den Landwirt. Die Vorteile von Z-Saatgut sehe ich für den Landwirt darin, dass er eine garantierte Qualität hat mit entsprechend untersuchtem Material und sich einfach sicher sein kann, was er dort auf den Hof bekommt. Und sollte es wider Erwarten doch mal Probleme geben, hat er auch die Möglichkeit, die Reklamationen anzuschieben. Mit Z-Saatgut können Getreideanbauer sicher sein. Sie sehen mehrfach geprüfte Spitzenqualität aus und schaffen so
die Basis für eine ausgezeichnete Ernte.